ab heute, wo du den Deal unterschreibst, jetzt musst du anders rappen. Jetzt wollen wir dich anders hören. In dem Moment, das war wie so eine Kanye-Aussage, die so voll auf dem Punkt ist. Wenn ich morgens aufstehe, bin ich irgendwie total entspannt drauf so und will, das Ding soll bitte im Radio laufen, das soll bitte gut gestreamt werden, das soll ein fettes Ding werden. So, ne? Wenn wir das akzeptieren, so, ich fand das sehr unhip-hop, Alter, und ich fand das sehr eklig auch so. Ne? Hast du dir jetzt ernsthaft das als Beleidigung ausgesucht, dass er schwul ist? So, sind wir jetzt immer noch auf diesem Level? Als du dich zu Sinan G, der Videoleak, geäußert hast, kannst du mal deine Sicht noch mal darlegen? Das wird dich vielleicht irgendwann in den Knast bringen. Das wird dich vielleicht dazu bringen, dass du Menschen sehr unglücklich machst, dass du Sachen sagst, die du fast nicht mehr zurücknehmbar sind, so weißt du. Mit welcher Frau ich zusammen bin, mit welchen Dudes ich chille, was ich auf meinen Track sage. Das sollte immer deine Entscheidung sein und das sollte nicht die Entscheidung von irgendwelchen Arschlöchern sein. Also ich hatte oft das Gefühl, dass sogenannte intellektuelle Musiker viel arroganter und unmenschlicher sind. Also die mit den fetten Ketten sind oftmals viel, viel netter. Ich rap jetzt nicht auf dem Techno-Beat. Ich find's einfach nicht geil, so weißt du. Ich habe zum Beispiel, ich habe eine Uhr an, so, ne? Die hat einen bestimmten Wert. Die habe ich zu einem guten Preis. Ist die denn echt? Ich mit meiner Corona-Friese, Alter. Ich habe immer noch du siehst einfach original aus wie ein Literatur-Dude, Alter. Echt? Jemand hat letztens gesagt, ich sehe aus wie die lesbische Version meiner Mutter. Und er hat ein bisschen recht. Ja, es stimmt aber ein bisschen. Ich sehe meiner Mutter wirklich ähnlich. Aber naja, vielleicht muss ich mir doch mal wieder Glatze machen. Die kann ich mir mit Glatze auch nicht so richtig vorstellen. Was? Digga, du hast mich doch bestimmt 20 Jahre mit Glatze gesehen. Ich weiß es nicht, Alter. Nee, ich habe dich mit Cap immer gesehen, glaube ich. Das ist ja keine Glatze, das sind ja einfach, das ist ja Armeeschnitte. Ja, 13 mm, ja. Ja, das sind einfach kurze Haare. Ich dachte, du willst Glatze. Nein. Wir reden vielleicht auch so viel, weil wir uns länger nicht gesehen haben. Ja. Nehmt es uns nicht übel. Und weil es weird ist, immer auf WhatsApp zu reden und diese langen Sprachnotizen einen auch irgendwie fertig machen. Es tut mir leid, dass ich dich da so vollmülle. Nein, ich bin ja oftmals genauso und man möchte sich mitteilen. Ja. Und dann, aber es ist ja auch ein schwieriges, ja kein echtes Gespräch in dem Sinne. Es ist schwierig. Und inzwischen ist es, ich habe gerade 120 offene Nachrichten auf WhatsApp. Ich komme nicht hinterher. Glaube ich dir. Das ist ekelhaft, aber... Ist das Falk Meets? Ja. Okay. Herzlich willkommen zu Falk Meets hier bei der Backspin, mein Format. Ich habe heute einen besonderen Gast, den ich länger nicht gesehen habe, aber den ich seit Jahr und Tag verfolge und schätze. 22 Jahre? Kann man das so? Das ist gut möglich. Ja, ne? War unsere erste Begegnung in Hannover die Show? Ja, jein. Vorher haben wir telefoniert, da habe ich Radio gemacht, weil so ein junger Butzer, ich glaube Johannes, 14 Jahre, aus Berlin, nach Hannover kam zu seiner Tante und plötzlich im Radiostudio stand und sagte, ey, du musst Kool Savas kennen. Ich so, wer ist das? Er so, ja, guck mal hier, die Kassette, hör dir das mal an, das ist voll geil und so. Wir in Berlin, wir feiern das alle. Das war ein Berliner, ja? Wie hieß genau. Er denn? Ja, Johannes, der hat ein Tape auch gemacht später. Okay. Auf Tape Kings, müsste ich nochmal nachgucken. Aber ja, der sein. Hat mir das gesagt. Das kommt mir ein bisschen bekannt vor. Der hat mir dann deine Nummer gegeben und dann habe ich dich aus dem Radio, ich wusste nicht, wer ist das? Ich habe einfach in Berlin angerufen, so, ja, hallo, ich bin Savage, ja, ich habe auch gerne meine Nummer rausgegeben. Bei mir haben die wildesten Leute angerufen. Was war das Krasseste, was du hier erlebt hast? Ja, also ich meine, wir haben ja verrückterweise, haben wir, glaube ich, auf die LMS-Single, haben wir, glaube ich, Masculine Management geschrieben und haben dann meine Handynummer raufgeschrieben, so eine E-Plus-Nummer. Ja, da gab es schon Anrufe, wo auch Leute Hurensohn gesagt haben. So, ne? Oh. Und ja, klar, die waren natürlich, einige waren entrüstet über die Texte, aber es war witzig. War auf jeden Fall witzig, dann hast du mir so ein bisschen einen erzählt und dann bin ich so Stück für Stück deinem Werk näher gebracht worden. Mhm. Berlin Rap war ja damals nochmal was völlig Neues und so, du hast sozusagen die Vorrevolution für Agro so ein bisschen, du hast die erste Tür aufgemacht, durch die dann Agro mal durchgehen konnte. Ja, für alles, was einfach nasty und frech war und asozial und frech ist so ein sanftes Wort. Aber ich hatte, ja, du gehörst schon zu einem meiner fünf Unterstützer, würde ich sagen. Astrid von MTV, wie hieß sie noch mit Nachnamen, Alter? Nee, irgendwas mit Milewski. Milewski. Astrid Milewski von MTV, Chris Maroon von der Juice, Falk Schacht, Peter Sreczkowicz. Peter Sreczkowicz, genau. Und ja, die vier waren es fast schon. Also, ich wusste das nicht, das ist mir neu, das ehrt mich natürlich. Na, jeder eine andere Tür, aber ja, es ja, gab klar, Türen, also so Menschen, die einfach dem Ganzen super offen gegenüber standen so und dann hat es ein bisschen gedauert und
dann ab der King of Rap Single, dann war es ja so, okay, da haben das die meisten akzeptiert, so, ne? Der eine oder andere hat sich noch geärgert, so. Aber ich glaube, selbst ein Torch war sogar cool damit, so, ne? Obwohl der eigentlich Grund hatte, sich darüber zu ärgern, weil das natürlich erstmal ein bisschen wahrscheinlich sein Bild von Hip-Hop ein bisschen widerstrebt hat, so, ne? Und er sich vielleicht dachte, das ist nicht ganz das, was wir machen. Aber ich fand es trotzdem cool. Ich erinnere mich, als STF in Hannover ein Konzert gegeben haben, da warst du mit dabei. Und ich bin ein bisschen später dazugekommen, das war im Musiktheater Bad. Und mir sind so Leute entgegengekommen und die waren ganz entsetzt, weil die gehört haben, was du gerappt hast. Und ich glaube, ein halbes oder dreiviertel Jahr später war ein anderes Konzert mit dir im Flohzirkus das. Und dieselben Leute, die vorher gegangen sind, wollten dann rein. Ja. Das fand ich sehr krass. Also du hast da auf jeden Fall irgendwie... Du hattest ein Shocking-Element, das dann irgendwann später dann aber alle auch wieder cool fanden. Wie hast denn du das damals eigentlich erlebt? Wie war das für dich? War das kalkuliert oder? Nee, ey, ich habe es viel zu wenig erlebt. Ich habe es überhaupt nicht auskosten. Ich ärgere mich im Nachhinein so krass. Ich wünschte, ich könnte das jetzt erleben. So, ne? Also ich glaube, das ist das Beste, was es gibt. So, also Hype an sich ist ja schon geil. Aber damals war es eben nicht, jeder erkennt dich. Weil das hat bei mir auch sehr lange gedauert. Weil die Leute dachten, ich wäre eine Echse, so, die sich in den Schritt greift. So. LMS-Kavanne war einfach eine gemalte Echse. Also den Leuten war überhaupt nicht klar, wer ich schwör bin. Dir, Kool Savas ist ein 2 Meter Messerstecher aus. Ja, ja, Kesper hat das doch gesagt, genau. Ja, absolut. Und ich habe das halt, also für mich... war das überhaupt nichts Besonderes, oder was heißt was Besonderes? Es war was Besonderes, dass ich dachte, oh geil, ich kriege jetzt ein paar hundert Euro für einen Auftritt. Aber ich habe nicht verstanden, dass das krass ist, als Typ mit einer Single oder komplett ohne Single, da auf einmal 1000, 1500 Leute stehen zu haben und alle rasten aus und schlitzen. Ich dachte so, ja, meine Mucke ist ja auch geil, ist ja klar, ich würde das auch abfeiern. So, ne? Das war so meine Wahrnehmung. Und das war einfach, also ich hätte mir echt gewünscht, diesen Todeshype natürlich auch auf so marketingmäßig einfach auch mitzunehmen, so, ne? Und da auch meinen wirtschaftlichen Nutzen daraus ziehen, den ich wirklich komplett vernachlässigt habe irgendwie. Aber das war's, ist okay. Ich glaub, wie hast du das wahrgenommen, dass, weil das war ja auch so ein Phänomen, dass sehr viele Leute plötzlich so gerappt haben wie du. Also immer wenn ein großer Rapper zu diesen Zeitpunkten aufgetaucht ist und interessant war, gab es ganz viele Klone. Also Sammy hatte das, du hattest das. Also wenn dann Leute so dir einen vorrappen und dann step ans Mic und so, dann hab ich zu denen auch gesagt, du kannst das nicht rappen, sorry, das geht nicht. Das ist nicht dein Satz. Wie hast du das erlebt? Ist dir das auf den Zünder gegangen? Naja, bei mir war es ja so, durch dieses MOR-Ding, ne, war das für mich auch so, alles, was wir machen, so, das gehört uns allen gemeinschaftlich. Ja, verstehe. Und ich habe dann höchstens gesehen, dass Leute wie wir rappen. Also am stärksten wahrgenommen habe ich das, no disrespect, ich kenne die Jungs noch nicht, aber bei Hass und Hoden so, ne? Und da hatte ich das Gefühl, ich so, ey, das kann nicht sein, der eine klingt einfach 1:1 wie Justus. Das war für mich immer so, der klingt wie Justus. Und ich fand das so weird und das hat mich irgendwie auch ein bisschen aufgeregt. Aber das war ein bisschen später. Das war ja, schon... das kam später, aber bei denen war es am intensivsten für mich so. Okay. Da dachte ich so, okay, die sind wirklich... Das ist wahrscheinlich das erste Deutschrap-Album, was die gehört haben. Und da, also so kam es mir vor. Und nachher muss ich natürlich sagen, es ist natürlich toll so, ne, wenn sich jemand da inspirieren lässt. Und das ist auch wirklich jetzt total ironiefrei und ohne Sarkasmus. Aber damals, keine Ahnung, ich habe das nicht so wahrgenommen. Ich dachte einfach, ja, das ist jetzt halt, das ist der neue Style. Und also weißt du, damals, die sind ja auch alle nicht, Retrogott und Hulk Hoden haben es ja auch geschafft, erfolgreich zu sein und Resonanz zu bekommen. Ganz viele, also ich habe immer halt Demos geschickt bekommen und deswegen, davon ist ja niemand was geworden. Mm. Ich erinnere mich noch daran, dass eine meiner Lieblingsgeschichten, Blumio, hat mir als 14-Jähriger eine Kassette geschickt, wo er zu Hause mit einem Mikro an einer Box Instrumentals und dann rappt er da drauf. Und er hat wie Sammy gerappt und wie du so ein bisschen für mich. Und dann habe ich ihm gesagt, cool, du kannst rappen, aber bitte, du musst deinen eigenen Style machen, das geht nicht. Das war früher sehr wichtig. Das meinte ich so ein bisschen eher. Aber später, also wo das eigentlich total out ist, wie findest du das? Kennst du zum Beispiel James Jenkin? Hast du das mal gehört? Mhm. Das muss ich dir mal vorspielen. Das interessiert mich dann tatsächlich, wie du das findest, weil es erinnert mich schon stark an genau diesen Berliner Rap, aber eben 20 Jahre später. Was glaubst du, wie du das finden würdest? Findest du die? Ich frage deshalb, weil du planst ein Boom-Bap-Album für nächstes Jahr. Aber wo ich nicht früh wie früher rappe. Also das ist nicht der Plan dahinter. Ich fühle mich definitiv, so, mein Ego ist geschmeichelt. Ich fühle mich davon geehrt,
weil ich natürlich jetzt im Nachhinein ist mir das viel bewusster, dass ich sage, Dicker, du hast das losgetreten. Ich habe für mich die Rolle eingenommen, die Too Short hatte, die MC8 hatte. Ich meine, ich habe auch versucht zu rappen wie MC8. Ich habe mich auch von Too Short inspirieren lassen. Ich habe auch Hieroglyphics, deren Flows geklaut, ne? Gebe ich ehrlich zu. Und habe dann die Stimme ein bisschen höher gemacht, als sie eigentlich war. Farsight, all diese Leute, das sind ja auch meine Inspirationen. Ne? Also ich kann mich nicht davon freisprechen. Und ich hatte Glück, dass ich dann nicht mehr auf Englisch gerappt habe, weil dann wäre ich immer nur ein Klon von denen geblieben. Mit meinem Deutsch war das natürlich viel entspannter. Ich konnte auf einmal bisschen wie Hiro sein, aber auf Deutsch so, dass überhaupt gar keine Parallele mehr zu Hiro da war. Ne? Und habe ja auch andere Beats benutzt, aber ich denke, es ist völlig in Ordnung, sich inspirieren zu lassen und auch da Elemente zu übernehmen, das gehört dazu. Aber wenn man es zu hart drauf anlegt, dann glaube ich, da kommt am Ende nicht so viel bei raus, ne? Weil du wirst eigentlich nur so wie die Leute oft zu mir sagen, ey, ich fänd's so geil, wenn du wieder einen Song wie früher machen würdest. Dann würde ich sagen, Dicker, das ist eigentlich nur ein Abklatsch von dem, dann würde ich mich selber biten so. Und eigentlich, wenn du es hören willst, hör dir was Altes von mir an und dann hast du ja den Vibe so. Ne? Wenn ich jetzt rappe wie auf Battle Kings, das ist, natürlich kann ich das machen und natürlich kann ich so ein Mikro nehmen und natürlich kann ich das irgendwie nachstellen und kann die Stimme dann auch so ähnlich machen, aber... Würde ich das langweilen? Ja, voll unnötig. Also wem ist denn damit geholfen? Wie gesagt, ich würde wahrscheinlich mehr oder weniger, ohne zu wissen, irgendwelche Lines von mir zusammenwursteln, die ich schon mal so gesagt habe. Und es gibt ja einen Grund, warum ich nicht mehr so rappe. Ne? Da ist ja kein Jan Mehlhose gekommen und gesagt, ab heute, wo du den Deal unterschreibst, jetzt musst du anders rappen. Jetzt wollen wir dich anders hören. Sondern es war für mich einfach dann fertig. Mit Haus und Boot hat so irgendwie dieser Rap-Style. So, ich habe das letzte Mal auf alle in einem so ein bisschen, weißt du, ich habe so in meinem Kopf so den Style immer zu einer Zeit zugeordnet und das war dann durch, Alter. Und dann habe ich halt auch dann das nächste Ding gemacht und das war dann auch irgendwann durch und das nächste auch. Also diese ganzen Disziplinen so, ne, der Stil wird dann irgendwie abgehakt. Wobei ich jetzt nicht sagen will hier, ne, James Jenkins, das ist kein Savage-Bite, sondern die James Jenkins-Sachen, ich würde sie als Berliner Schule bezeichnen, mhm. So, davon sind sie stark inspiriert. Ist das ein Berliner? Nee, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo der herkommt, vielleicht Köln oder so. Aber ich zeig dir das mal. Das, ja, also, ich bin gespannt. Ich fand es tatsächlich, es war sehr amüsant, es zu hören. Weil er rappt dann auch schon vom Internet, aber gleichzeitig ist es wie Kassettenrap aus Berlin Ende der 90er. Das ist so ein bisschen weird. Eine Sache, die damals sehr auffällig auch immer war, ist, du hast immer gesagt, dass du West Coast Rap hörst. Ja. Du hast damals aber auch R&B. Du hattest schon immer auch eine R&B-Ader, nicht oder? Immer, die kamen dann irgendwann. Wodurch kamen die? Tatsächlich durch eine Gruppe, die Cut Close hieß. Und Mel hatte zwei Songs oder drei Songs von denen auf Kassette. Und ich bin damit zur Arbeit gelaufen. Und vielleicht hatte ich sie sogar aus Versehen mit oder so. Und ich hatte nichts anderes. Und ich habe das dann gehört auf dem Weg zur Tischlerei, glaube ich. Und war echt so ein Schlüsselmoment. Auf einmal hat es geknallt. Ich so, ey krass, das ist ja übergeil so, ne? Davor habe ich das verachtet. Also dieses ganze Gesinge, das war für mich so Tony Braxton, so, ne? Also ich hatte da überhaupt, das ist Luther Vandross. So hat sich das für mich angefühlt, ne? Im Nachhinein natürlich großartige Musik, aber hat mich überhaupt nicht interessiert. Und doch das Einzige, was ich soulmäßig gehört habe, war George Benson. Das mochte ich sehr so, ne? Weil ich da auch gesehen habe, das ist einer, der wird gesampled. Und ich habe den einfach gemocht, seine Stimme und so. Und bis heute ist Greatest Love of All einer meiner Lieblingssongs tatsächlich. Aber ja, diese Zuneigung zu R&B hat sich dann erst entwickelt. So, ich habe es sehr gehatet. Es gibt auch noch ein paar alte Texte, wo ich auch sage, hier mit deinen R&B-Hooks und bla. Und dann habe ich es sehr gefeiert, bis heute. Was ich daran interessant finde, ist, dass du hast ja das immer mehr auch einfließen lassen in deine Kunst. Gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass du aber auch, also manchmal machst du wieder Sachen, die ein bisschen rougher sind und dann wieder Sachen, die halt weniger rough sind, mehr melodisch zum Beispiel sind. Wie ist das stimmungsbedingt oder wie entscheidest du das? Lässt du dich einfach treiben oder ist es geplanter? Weil, also jetzt zum Beispiel in meinem Kopf ist das Boom Bap Album für nächstes Jahr. Ich habe ja auch irgendwie ist ja so Kopfkino. Da denke ich natürlich, das wird ein rougheres Album als zum Beispiel das, was jetzt im Oktober von dir kommt. Mhm. Was ich natürlich noch nicht gehört habe, das ist auch noch nicht ganz fertig, wie ich herausgehört habe. Also ich glaube, dass das, was ich mache, schon sich theoretisch an früheren Alben orientiert. Ne? Und es gibt so ein paar Alben, die haben bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen. No Need for Alarm von Dell zum Beispiel. Mhm. Souls of Mischief, 9-3 to Infinity. Und diese Alben, ich weiß nicht, vielleicht bilde ich mir das auch ein. Ich hatte immer das Gefühl, die haben
etwas gemeinsam so. Die sind auch in sich irgendwie stimmig, aber ohne auch auf einem Sound rumzureiten. Und die haben auch irgendwie so, die fangen auf eine bestimmte Art und Weise an, die hören auch auf wieder auf eine bestimmte Art und Weise, die haben einen ruhigen Zeitpunkt und die spielen auch mit diesem hin und her. Und gerade die West Coast hat das für mich erfüllt, ne? Also Farsight, Souls of Mischief, Dell, dass die auch diese super, also zum Beispiel Farsight Passing Me By, so, ne? Ein überkrasser Song, übertrieben sanft, übertrieben entspannt, super krass gerappt mit einem geilen Sample und so, ne? Und ich glaube, das habe ich irgendwie adaptiert. Also ich habe gar keine Angst vor so einer sweeten Melodie. Ich finde das irgendwie geil. Und für mich gehört das dann aber auch zusammen mit dem roughen Battle-Brett. So. Also das widerspricht sich nicht. Es ist für mich nie so ein Entweder-Oder-Ding. Raz Kass hat einen guten Spruch gesagt, den ich oft zitiert habe. Der meinte, der hatte seine Alben auch so gemacht. Ne? Der meinte, ey, die Leute können von mir nicht erwarten, dass ein Album komplett gleich klingt, weil mein Tagesablauf ist gar nicht gleich. Wenn ich morgens aufstehe, und das habe ich in dem Moment, das war wie so eine Kanye-Aussage, die so voll auf den Punkt ist. Er meinte, wenn ich morgens aufstehe, bin ich irgendwie total entspannt drauf so und will einen Blowjob haben und will mich zurücklehnen. So. Dann würde ich darüber rappen. Dann sagt er, wenn ich mittags rausgehe, bin ich hype und will meine Brüder treffen und will mit denen chillen, dann rappe ich darüber. Dann abends, dann rauche ich einen Joint und komme irgendwie gechillt drauf, denke über das Leben nach und auf einmal bin ich eher so, weißt du, so mein Mood ist dann irgendwie anders. Und nachts bin ich dann übernächtigt und albern und will halt Rapper zerfetzen. Also das hat für mich total Sinn gemacht. So, ne? Und ich bin auch in meinem Denken und Handeln auch relativ ambivalent und hinher. Also wie wir alle, natürlich. Hoffentlich wie jeder Mensch. Also alles andere wäre auch Roboter so, ne? Und aber das heißt, du planst eine Dramaturgie, das ist alles bewusst dann auch durchdacht und auch das nicht Track, immer. Auch die Playlist. Ja, nicht Sachen, immer, nee. Ja. Das ist auch, vieles ist auch unterschwellig. Ne? Also bei diesem Album jetzt zum Beispiel ist wirklich das erste Album, wo ich komplett anders rangehe, wo ich akzeptiere, dass wir im Streaming-Zeitalter existieren und ich mache Single für Single so, ne? Und ich sage mir, das ist auch okay. Also das hat auch, kann auch seinen Reiz haben und ich bin gespannt, wie das am Ende klingt. Also ich möchte mich da auch selber ein bisschen mit überraschen. Ich bin mir nicht sicher, ob das bei Michael Jackson bei Thriller war, aber ich glaube, die haben tatsächlich jeden Song als Single ausgekoppelt und ich bin mir nicht sicher, ob sie es auch so, also weißt du, dass sie jeden Song als eine Single produziert haben, nicht in einem Albumkontext gedacht. Ich sag mal so, weil das ist ja auffällig. Es scheint so, dass wir uns von einem Album-Zeitalter im Augenblick, was Rap betrifft, gefühlt wegentwickeln zu einem vollkommen Single-Zeitalter. Absolut. Was verändert das denn dann an deiner Arbeitsweise? Jetzt gerade hat es meine Arbeitsweise sehr verändert. Also es hat erstmal positive Aspekte, es hat voll den Druck rausgenommen. Zweiter positiver Aspekt, wenn man das rein... Stimmt, du hattest immer Albumdruck. Ja, ja. Wenn man den Business-Teil davon sehen will, ist das Geile natürlich, du machst deine eigene Marktforschung. Ne? Du siehst einfach, ach krass, das kommt gut an. Das ist jetzt wirklich sehr berechnend und sehr asozial, aber es gehört ja irgendwie auch dazu. Und du siehst, ach Dicker, das kommt an, so, ne? Das habe ich mir in dem Moment vielleicht auch so gedacht oder auch nicht. Und ich glaube, so kann ein Künstler auch so ein bisschen seine Hörerschaft ein bisschen besser nochmal kennenlernen. Aber, das heißt, eine Single kann auch einfach mal untergehen. So ein Album ist ja immer wie so ein Monolith, der da steht. Und wenn das floppt, dann ist gleich alles scheiße. Und so eine Single kann man einfach mal besser verkraften. Ist das auch so? Das kann gut sein. Also die erste Single war zum Beispiel für mich nicht als Single ausgelegt. Aber es war so, ey, das ist mein Track, mit dem ich jetzt so sage, ey, ich bin zurück. Und es ist auch so, hier und da hört man schon, ach, Dicker, der hat auf einmal Autotune in der Hook. So, ne? Und die Drums sind ein bisschen moderner. Okay, der hat anscheinend jetzt doch nicht so einen Stock im Arsch, wie wir dachten vielleicht so, ne? Und jetzt zum Beispiel der aktuelle Song AMG ist für mich, da wusste ich die ganze Zeit, das ist eine Single und ich wollte auch eine Single machen, so, ne? Und da habe ich mir auch gesagt, das Ding soll bitte im Radio laufen, das soll bitte gut gestreamt werden, das soll ein fettes Ding werden, so, ne? Und aber der nächste Song wird ein purer Battle-Track und das ist auch völlig okay, wenn das Ding sich dann am Ende nur 1 Million Mal streamt, so, dann ist es halt so, das ist okay. Und ist es so, dass das Boom-Bap-Album wahrscheinlich eher ein bisschen rougher wird? Stimmt da meine Vorstellung? Also beim Boom-Bap-Album werde ich komplett wie ein Album rangehen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich eine echte Promo-Phase da dran hefte. So. Und ey, vielleicht mache ich diesen Move von einem Tag auf den anderen. So, ne? Und das ist ja auch schön. Also ich habe da wirklich keine kommerziellen Erwartungen dran. Ich mache das komplett für mich. Und das ist so, das wollte ich die ganze Zeit machen. Und ich will auch diesen Gedanken aus dem Kopf haben, dass ich das die ganze Zeit machen wollte. Weil du hast mich mal vor 6 oder 7 Jahren gefragt, ob du ein Boom-Bap-Album machen solltest. Und ich so, ja, mach, Digga. Ja, ja. Und
Du hast damals dir, glaube ich, sogar eine SP 1200 gekauft. Mhm. Weil von Vasi, genau. Wirklich von Vasi auch? Ja, noch. Ich wusste nicht, dass sie von ihm ist. Aber er hat mir dann geschrieben auch. Er meinte, ey, Dicker, ich bin's übrigens. So, ach krass, habe ich auf eBay geil. Von ihm geholt. Und die hast du auch noch, ne? Ja, die habe ich noch. Geht die auch noch? Ich habe sie angeschlossen. Ich habe noch nichts richtig damit produziert. Das Blöde war, das war so der Übergang, als man dann Ableton auch entdeckt hat und so, ne? Und dann gemerkt hat, ey, Dicker, das ist so bescheuert, wenn ich mich jetzt hinsetze und 5 Stunden an einem Ding rumarbeite, was ich in einer halben Stunde auf dem Ableton mir reinhacken kann, so, ne? Also, aber die Reduktion auf das, also die Maschine, das, ne, die zwingt macht dir dich anders kreativ, natürlich. Genau. Und du hast natürlich, das ist auch definitiv so, eine SP und eine alte MPC, die haben einen anderen Groove als ich meine, du kannst auch auf Off schalten bei Quantisierung, kannst es auch so probieren, so, ne? Aber es ist natürlich anders. Und die Leute, die Produzenten, mit denen ich jetzt arbeite, da sind viele dabei, die genauso arbeiten. So, ne? Chief Rugged zum Beispiel, wenn dir das ein Begriff ist, der arbeitet halt, der hat eine S900 und eine SP12, ne? Oder SP1200. Und Cap Kendricks, ich weiß es nicht, ich glaube, der arbeitet auch mit dem Rechner und so weiter, aber ich gucke schon drauf, dass das, also für mich, ich muss das fühlen einfach, wenn das sich authentisch anfühlt, mit authentisch meine ich wirklich, dass ich sage, Dicker, ich bin jetzt zurück, das ist jetzt Trends of Culture, Lord Finesse, Big L, ich bin genau dort, so, ne? Ich stehe jetzt irgendwo in Brooklyn und habe das jetzt auf den Ohren, dann ist das für mich der Sound, den ich brauche. Und du hattest auch noch gesagt, Alter, ich müsste mir noch eine 4-Spur holen und dann in den Keller gehen. Ja, okay, das wäre so weird, Alter, das wäre zu wild. Okay, also Frauenarzt hat es ja gemacht mit Taktlos auf dem letzten Album. Haben sie es auf einer 4-Spur gemacht? Ja, sie haben ein extra Album sozusagen in die Box mit reingelegt, wo sie wirklich nur 4-Spur... Also klang es wie früher? Es hat natürlich automatisch, weil das Mikro und das Tonband und die Qualität und alles, ja, das klang schon sehr, sehr dicht am Original. Krass. Vielleicht mal aus Spaß? Ja, klar. Du, ich will Mucke eh nur noch aus Spaß machen. Also so, natürlich, wenn ich dann dran sitze und dran arbeite, so wie bei AMG, dass ich jetzt gesagt habe, ich will eine Single haben, natürlich, das kann auch in Arbeit ausarten. Und wenn ich einen Text 3-mal umschreibe, dann ist das Arbeit so, ne? Aber dann ist es trotzdem etwas, was ich gerne da rein investiere und nicht, weil ich das Gefühl habe, ich gehe zur Arbeit. Ich hatte letztens einen Podcast mit jemandem und es war ganz interessant. Der meinte, ja, meine Tochter fragt mich, Papa, musst du zur Arbeit? Und der sagt, nö. Dann sagt sie, ja, dann können wir spielen. Der sagt, nee, weil ich gehe zur Arbeit. Aber ich muss nicht. Ich möchte zur Arbeit. Und das fand ich ganz cool. Und ich bin super glücklich, dass ich genau an diesem Punkt jetzt bin. So, ne? Ich habe mir ein Studio in Berlin gemacht. Ich habe mein Studio in Bamberg. Das ist für mich, wenn ich ins Studio dann gehe, das soll immer ein schöner Moment sein. Genauso wie es angefangen hat. Ne? Und ich hatte auch schon die Phase, wo es kein geiler Moment mehr war, sondern wo man das Gefühl hatte, so, ey, jetzt muss ich wieder machen. Und ne? Natürlich hat man in dem Moment trotzdem gut abgeliefert, aber jetzt finde ich es wieder schöner. Es macht einfach wahnsinnig Spaß, Alter. Es ist so, dass in den letzten Monaten irgendwie, also so haben mir das Leute gesagt, dass ihnen aufgefallen ist, dass du bestimmte Positionen bezogen hast, so teilweise auch zurückgekehrt bist zu so älteren Einstellungen. Was meinen die? Das war im Speziellen der Punkt, als du dich zur Sinan G, die Videogeschichte, der Videoleak geäußert hast. Kannst du mal deine Sicht noch mal darlegen? Also für die, die das jetzt nicht mitgekriegt haben, es ist ein Video geleakt worden, in dem Sinan zu sehen ist, wie er sich mit sich selbst vergnügt, weil er offensichtlich aufgezeichnet wurde bei einem, dabei, wie er sich eigentlich mit jemandem anders über einen Videocall vergnügt hat. Und das ist natürlich geleakt worden, um ihm zu schaden, um ihn irgendwie platt zu machen. Und du hast dich dazu geäußert, wie du das findest. Weil du hast gesagt, dass wenn das so krass in den privaten Bereich reingeht, das ist nicht okay. Aber nur ganz kurz wegen diesem Zurückgerudert, also inwiefern das damit, wo da der Bezug ist? Nee, das mit dem Zurückkehren, das war, da wollte ich später noch hinzukommen. Okay. Das ist die Nummer mit deinem, wo du mit deinem Vater gesprochen hast. Ach so, okay, okay. Ja, und da, ne, da geht es dann um die Munich Wristbuster-Geschichten und so. Okay. Ja, aber angefangen mit dem Sinan. Ich fand das interessant, weil du bist einer der wenigen Rapper, die sich dazu positioniert haben und was gesagt haben. Was ist deine Einstellung dazu?
Das ist ja fast meine Einstellung dazu. Also ich meine, ich habe ja in diesem Statement oder in diesem Kommentar, ne, das heißt, ich habe mich da nicht rangesetzt und habe da jetzt 3 Tage drüber nachgedacht, was ich schreibe, sondern es war auch in dem Moment, es hat mich auch so ein bisschen aufgewühlt und aufgeregt. Und ich habe auch hier und da haben mir auch Leute geschrieben, warum meldest du dich jetzt erst, warum hast du nichts gesagt, als Leute bei Leuten Hausbesuche gemacht haben oder Schutzgeld. Da sage ich auch, okay, also heißt das, weil ich da nichts gesagt habe, dass mir das gefallen hat oder habe ich das supportet oder hätte ich zu allem was sagen müssen? Nee, das ist ja auch Quatsch so, ne? Also Fakt ist, Sinan ist ein Freund von mir, der ist ein cooler Typ so, ne? Und ich mag den und du, das hat mich einfach so, das hat mich wirklich angewidert so, ne? Dass dann Leute so schadenfroh sind und sowas dann geil finden, wo ich sage, Dicker, also ich bin jetzt nicht das größte Moralapostel, so sehe ich mich nicht als. Und ich weiß, ich bin ein Mensch mit Fehlern und Problemen und seinen eigenen Sachen, so, weißt du. Und ich stelle mich da auch hoffentlich häufig genug auch selbst in Frage. Aber es gibt so Sachen, die sollten eigentlich, da könnte man einstimmig eigentlich sagen, du, das geht zu weit, so, ne? Und Sinan ist bestimmt auch kein Mensch, der fehlerfrei ist. Und genau darum geht es ja auch nicht. Aber der ist gerade in der Position, wo ihm etwas passiert, was niemandem bis jetzt passiert ist von uns so, ne? Und hoffentlich niemandem passieren wird, was einfach und sich dann da hinzustellen und das auch irgendwie, das ist ja jetzt wohl die Hip-Hop-Szene, was jetzt da ist und alle, die kommentieren und die mitmachen und die posten, das ist ja vom Moderator über einen Journalisten, über einen Rapper, über einen Produzenten, über den Typen, der nur kommentiert, den Fan, ne? Das ist ja jetzt alles, stellt ja die Szene dar. Und wenn wir das akzeptieren so, ich fand das sehr unhip-hop, Alter. Und ich fand das sehr eklig auch so, ne? Also, und das muss nicht sein. Und genauso wenig muss es sein, dass man über Bushido und seine Frau redet und so weiter und so fort, ne? Also all diese Sachen, die sind mir zuwider. Ich finde das ekelhaft. Vor allen Dingen, ich finde auch so, ja, so widerlich, wie so Sachen sich auch wiederholen, ne? Also man hat sich einen Feind gemacht oder jemand macht sich einen Feind oder jemand ist wegen irgendwas mit jemandem abgefuckt. Ich weiß ja, ich kenne nicht mal die Hintergrundstories teilweise. Und dann geht's dann los, dann werden diese Geschichten ausgepackt, irgendwelche Stories, ne? Beliebt ist dann, ja, der ist schwul. Dann wird einfach erzählt, der ist schwul. Es gibt ein Video, wie der sich einblasen lässt, diesen Blödsinn so, ne? Also erstmal, wo man auch schon zeigt, wie kleingeistig man ist, so, ne? Also ist das wirklich jetzt etwas, womit du jemanden beleidigen willst, so, ne? Also hast du dir jetzt ernsthaft das als Beleidigung ausgesucht, dass er schwul ist? So sind wir jetzt immer noch auf diesem Level, denke ich mir so, ne? Und dann geht's weiter. Ja, seine Frau ist voll die Schlampe. Es gibt diese 4, 5 Stories, die immer die gleichen sind, so, ne? Also irgendwas war dann da hinter den Kulissen, angeblich, was keiner mitbekommen hat. Dann ist irgendwas mit der Frau, dann ist irgendwas mit ihm. Es ist meistens irgendwie auf die Sexualität bezogen und so weiter. Und was ist denn dann das Nächste, sage ich mir? Das frage ich mich ehrlich. Was ist das Nächste? Okay, dann geht es um die Kinder und Eltern. Also wollt ihr so weit gehen? Ist die nächste Stufe? Kann ich nur noch ein Battle gewinnen, wenn ich bereit bin, irgendeinem abgebrühten Motherfucker Geld zu geben, dass der hingeht, von der Kita Fotos von jemandem macht und sagt, hier Bruder, guck mal, das sind übrigens die Fotos. Lass noch mal drüber reden. Machst du dieses Feature mit mir oder nicht? Also ist das die Basis? So, ich merke sogar, wenn ich drüber rede, dass ich kriege Adrenalin, weil mich das so abfuckt. So, ne? Also, was ist die nächste Stufe? Oder was soll ich machen? Bin ich cooler, wenn ich jetzt einen Hacker beauftrage? Ich kann jetzt irgendeinen Hacker finden, der für 10.000 Euro bereit ist, in deinen Computer, ich sag jetzt, du bist mein Feind im Moment, auf deinen Computer zuzugreifen und darauf etwas zu platzieren. Kinderporno, Nazi-Scheiße, was auch immer so. Ist das jetzt Hip-Hop, dass wir uns so battlen? Oder ist es nicht dann besser zu sagen, wenn du schon Macho bist und wenn du stark bist, geh hin, sag, komm Dicker, wir machen das jetzt hier unter uns, wir schlagen uns einmal auf die Fresse, gut ist so, ne? Was ja auch schon unnötig ist oftmals. Aber Dicker, oder mach einen Song oder Rap, Alter, aber übertreib's nicht so, ne? Und natürlich haben auch diese Sachen dazu geführt, dass ich auch über Sachen nachdenken musste, die ich gemacht habe, so, ne? Und ich habe das schon wirklich schon vor Jahren auch gesagt, dass diese ganze Urteilnummer, das ist nichts, was mich glücklich gemacht hat. Es ist cool, dass diese Leute sagen, du hast den besten Diss-Track aller Zeiten, du hast den deutschen Diss-Track erfunden, deins ist das Pendant zu Ether oder The Bridge is Over. Dankeschön. Du bist auf jeden Fall schuld, dass wir sehr viele, sehr lange Songs mit sehr vielen langen Videos haben. Das stimmt, Alter. Und auch da sind auch viele wacke Songs bei, aber so, ich bin gerne in dieser Liste der Besten, der sich jetzt auch damit authentischer und wohler fühlt, zu sagen, nee, ich möchte nicht in ein Battle gehen, wo ich die Familie beleidige, wo ich die Kinder beleidige, wo ich die Mutter beleidige, wo ich deine Frau beleidige. Ich finde das nicht angenehm, ich finde das nicht gut, ich finde das auch nicht richtig. Und ich habe auch viele Gespräche mit Tierstar darüber gehabt und ich finde es auch okay, in einem Battle zu sagen, Dicker,
ist es in Ordnung, wenn wir uns gegenseitig Hurensohn nennen. Ne? Also den Respekt kann man auch haben, dass man sagt, ich akzeptiere das für diese 3 Minuten oder für diese 5 Minuten, dass der auch mal einen Witz über mich macht oder dass der auch vielleicht fiktiv erzählt, dass das meine Freundin, keine Ahnung, eine hässliche Kuh ist oder was auch immer. Was auch immer, wen wie trifft so. Alles schön und gut. Und ich mache in meinem Battlesong, sage ich auch Sachen, die ich niemals im Alltag so sagen würde. So, ne? Aber du bist ja zum Beispiel jemand, der, also am Anfang hast du schon Namen genannt. Du hast schon, ne, Dr. Renz und Deichkind. Ich hab auch Spex, ich war von Spex genervt und habe den schwul genannt und dachte, das wäre eine Beleidigung. So, ne? Ja. Mein Lieblingsding ist ja, wenn ich Deutschrap-Partys, wenn ich da auflege, Federhandschuh zu spielen, bis du sagst, du und Deichkind habt eins gemeinsam. Und zwar, und dann knall ich direkt dahinter Deichkind raus. Und funktioniert immer, Leute finden es immer geil. Und ich fand den Widerspruch schon hochinteressant. Du hast mal in Köln im Palladium gespielt, 2001. Und da hast du auch die Fettes Brot-Disses gespielt. Und vor dir hat Fettes Brot gespielt. Mhm. Und diese scheiß 10.000 Leute, die da gestanden haben, oder 5, keine Ahnung, aber waren genauso begeistert bei Fettes Brot wie bei dir, yeah. wo ich mir schon so gedacht habe, einerseits gibt es diese Ebene, dass es offensichtlich an dem Abend egal ist, aber gleichzeitig gibt es auch die Ebene, dass Fans, ich habe manchmal das Gefühl, dass die Rapper versuchen in den, die machen Fitna. Die versuchen dich da reinzutreiben. Eminem hat mal einen Song darüber gemacht, Toy Soldier. Also dass Rapper wie Spielzeugsoldaten für die Fans sind. Wie hast du das im Verlauf deiner Karriere empfunden? Wie sehr ist man getrieben? Wie viel Druck wird da ausgeübt? Und was macht das mit einem als Rapper? Ich glaube, wenn du eine labile Persönlichkeit bist oder jemand, der ein bestimmtes Ehrgefühl darstellt nach außen hin und der davon auch lebt und der auch sich in einem Umfeld bewegt, wo das sehr, sehr wichtig ist so, und wo das sehr hochgehalten wird, ich glaube, dann läufst du Gefahr, wirklich Dinge zu sagen und tun zu müssen, die du später vielleicht bereust. Also das wird dich vielleicht irgendwann in den Knast bringen, das wird dich vielleicht dazu bringen, dass du Menschen sehr unglücklich machst, vielleicht wird es das dazu bringen, dass du Sachen sagst, die du irgendwie, die fast nicht mehr zurücknehmbar sind, so weißt du. Und ich glaube, man sollte sich einfach, irgendwann sollte der Punkt kommen, wo man sich einfach entscheidet, möchte ich das so, ne? Möchte ich auch irgendwie den anderen gehören so, ne? Und möchte ich diesem Vibe gehören oder bin ich meine eigene Person so, ne? Gucke ich in den Spiegel und entscheide selber, was ich bin, woran ich glaube, woran ich nicht glaube, so weißt du? Mit welcher Frau ich zusammen bin, mit welchen Dudes ich chille, was ich auf meinen Track sage und so weiter. Das sollte immer deine Entscheidung sein und das sollte nicht die Entscheidung von irgendwelchen Arschlöchern sein, die das cool finden, mit dir genau das Ding zu machen, ne? Mit dir so zu spielen, wie mit einem Playmobil-Menschen so, ne? Und natürlich ist das schwerer, dieses sich nicht zum Playmobil-Menschen zu machen, das ist viel anstrengender und das ist viel ekelhafter und du wirst da auch oftmals irgendwie auch, auch darunter leiden so, ne? Und vielleicht auch wirtschaftlichen Schaden nehmen, aber keine Ahnung, also muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber ist es dann wirklich, weil du jetzt sagst zum Beispiel wirtschaftlichen Schaden, weil manchmal ist das schon mein Eindruck, dass ich denke, okay, ein Rapper macht jetzt einen Move, weil er seine Fanbase natürlich pleasen will, ja. Weil er theoretisch im Umkehrschluss Schiss hat, dass ihm irgendwann die Einnahmequelle wegbricht. Ja. Also Farid Bang hat letztens, auf dem letzten Album hat er einen Track veröffentlicht, der heißt Gotham City. Da rappt er eine Zeile, die lautet so ähnlich wie gefangen in meiner Rolle oder ich komme nicht aus meiner Rolle raus. Ich habe das für mich, den Song auch, weil er noch mehr Zeilen so in diese Richtung hat, habe das so verstanden, dass Farid Bang mal sozusagen er selber war, aber du wirst ja erwachsener, du wirst ja älter, Dinge verändern sich und die Fans wollen aber, das ist so wie die dir sagen, mach doch bitte wie vor 20 Jahren. Also die wollen dich sozusagen da behalten und du bist dann da drin gefangen. Hast du sowas für dich auch mal erlebt oder hat dich sowas von Dingen zurückgehalten oder hat es dich in Dinge reingetrieben? Ich überlege gerade. Ich habe das in Freundschaften, ich habe erlebt, wie Menschen das versucht haben, dass sie versucht haben, mich in einer Position zu halten, wo sie mich versucht haben reinzupacken, so, ne? Wo sie gesagt haben, das ist jetzt deine Position, das erwarten wir von dir. Und in Freundschaften, was heißt Freundschaften? In
okay, also Kumpelheiten, in, weißt du, so ja. Leute, mit denen du chillst. Und ich habe zu dem Zeitpunkt gemerkt, dass das so mir unangenehm war und dass ich das nicht cool fand. Und habe gemerkt, wie das so in mir gebrodelt hat. So, ne? Gott sei Dank war ich schon alt genug und reflektiert genug, da auch die Notbremse zu ziehen und zu sagen, okay, ich werde das in dieser Form gar nicht mehr mitmachen. Mir ist es ehrlich gesagt, ich möchte, dass mir das scheißegal ist, was ihr von mir denkt. So, ne? Weil das ist meine Entscheidung. So. Das ist eine private Sache. So. Ich möchte gar nicht mit euch darüber diskutieren müssen, was ich in meinem Privatleben mache. Geht euch einen Scheiß an. So. Und ich schmunzel gerade, weil... Also wir haben ja schon am Anfang gesagt, dass wir uns ein bisschen länger kennen. Ich erinnere mich daran, dass du früher sehr viel in Foren gehangen hast und gelesen hast, was Leute zu dir schreiben. Ja. Und ich habe dir damals, glaube ich, irgendwie gesagt, ey, ja, scheiß da drauf, lass dich davon nicht so, ja, weil das ist nur so ein Ausschnitt, ist ja egal, die Leute lieben dich. Und du hast sozusagen ein bisschen, glaube ich, war mein Eindruck noch an dir selbst auch gezweifelt so, oder den Weg gesucht, wo es richtig ist. Hast du das, machst du es heute noch? Guckst du heute noch im Forum nach Kommentaren über dich oder? Ich gucke wirklich relativ wenig. Ich gucke, wenn ein Video kommt, wo ich selber nicht so von, also zum Beispiel bei einem Video wie Krieg und Frieden, der Song. Ich liebe den Song, der hat fast gar keine Klicks und oder nichts bleibt mehr, fast gar keine Aufrufe. Aber das sind die Videos und die Songs, von denen ich super überzeugt bin. So. Wenn ich selber nicht so ganz 100%, wenn ich selber nicht so weiß, oh, ist das das Geilste, was wir machen konnten, dann lese ich schon und dann will ich auch sehen, ob die Leute die gleichen Dinge sehen, wo ich so ein bisschen am Zweifeln war und möchte dann für mich sehen, ey, war das jetzt berechtigt, der Zweifel, oder war das nicht berechtigt? Also es ist schon Selbststeuerung, die du da versuchst zu gucken, habe ich richtig gelegen, habe ich nicht richtig gelegen. Genau, es ist mehr zum Steuern. Mehr so ein bisschen Marketing-Auswertung so, ne? Und zu sehen, so, ey, wie hat das funktioniert? Mir ist mittlerweile absolut klar, du kannst nicht jedem gefallen, nicht jeder liebt dich. Also ich glaube, das ist ein sehr schwieriges Leben, wenn du durchs Leben läufst. Ich finde es viel besser, gemocht zu werden, als gehasst zu werden, natürlich. Aber zum Beispiel, ich weiß, die Leute werden jetzt dieses Interview gucken und da werden wahrscheinlich 20 Typen drunter sagen, boah, was für ein unsympathischer Hurensohn, ich mochte den noch nie so. Die haben noch nie mit mir an einem Tisch gesessen, ich weiß, ich kann die nicht davon überzeugen, ich bin ein lustiger Wichser so, aber ich bin in einem Interview, kann ich vielleicht nicht so super lustig wirken. Und es gibt andere Leute, die wirken witzig in Interviews, aber die sind in echt, sind das einfach Arschlöcher. Riesenarschlöcher. So. Ey, also, never met your fucking idols, wirklich. Manchmal ist es cool. Und wer war der Coolste? Warte, ganz kurz, da muss ich, also ich war überrascht zum Beispiel, wie lieb ein Ray Garvey zum Beispiel ist, wie unglaublich nett und freundlich ein Illmatic. Illmatic, also Costa. Hast du musikalisch gehasst und als Mensch geliebt? Guck mal, Ende der 90er, weißt du selber, da war, ich weiß, dass es für viele irgendwie vielleicht seltsam ist, aber so für die Real-Hip-Hop-Szene war ja 3P eigentlich zu kommerziell und Costa sozusagen war ja, das war Kommerz so ein bisschen, ja. Deswegen war das so, nee, das geht nicht so. Der ist von der bösen Seite der Macht, ja. Genau. Und dann ich wollte ihn eigentlich ein bisschen, es tut mir leid, Costa, aber ich wollte dich ein bisschen hops nehmen, ja. Mhm. So 98 habe ich eine Interviewmöglichkeit gehabt, wollte ihn eigentlich hops nehmen und der war der Netteste, den ich je getroffen habe. Vor allen Dingen, der kannte alle Rap-Sachen und hat das alles zu Tode gefeiert. Ja, und ich konnte so, scheiße, ich kann ihn nicht haten, ja. Ja, und das ist so, und im Gegenteil dazu gibt es halt Leute so, also ich muss sagen, ich bringe den immer als Standardbeispiel, aber Nas fand ich sehr, sehr bedenklich. Das ist echt so ein Ding, Nas ist so, also auch in den 2, 3 Begegnungen, die wir hatten, ich fand ihn auch immer ultra arrogant, aber der ist für mich einer der besten MCs aller Zeiten. Auf jeden. Und das ist für mich sehr schwierig. Ich liebe den, sein Album ist mein Lieblingsalbum, Illmatic, steht für mich über allem. Der ist für mich auch der Über-MC, so, ne? Also ich liebe den wirklich. Es ist einfach menschlich super schwierig, fand ich auch. Aber zum Beispiel, wie gesagt, das ist jetzt kein Rapper, aber Daniel Aminati, unfassbar lieb und nett. Also wir haben zusammen gesessen, ich habe den direkt geliebt. Ich habe mein Casting, so, ne? Mit dem und gehabt. Mochte den. Grüße, wirklich extrem nicer Dude. Aber muss ich auch sagen. Es gibt wirklich eine Menge Leute. Es gibt auch Leute, die treffe ich und ich mag die voll und rede mit jemandem darüber und der sagt, Alter, der ist voll der arrogante Bastard. Und ich sage, Dicker, das habe ich gar nicht wahrgenommen. Kein Meter. Ich fand ihn super freundlich und super. Finde ich auch erstaunlich, wenn Leute sagen so, ja, der ist ein Arschloch, der ist scheiße. Und also zu mir nie. So, keine Ahnung, vielleicht. Aber ich sag mal so, das sind so die Momente, wo man so lernt, ja.
Menschen sind halt zueinander eben auch dann mal. Also ich hatte oft das Gefühl zum Beispiel, dass sogenannte Intellektuelle und so ein bisschen Hippie-Musiker viel arroganter und unmenschlicher sind als die, die flossen. Also die mit den fetten Ketten sind oftmals viel, viel netter und cooler und eigentlich mehr down to earth so. Vielleicht haben die es nur besser drauf, irgendwie ihren Floss so auszuleben und sagen sich, ey, ganz ehrlich, ich mach das einfach, ist doch geil so, ne? Also, ja, das habe ich auch oft im Urlaub mitbekommen. Ich kam auf die Russen voll gut klar. Es gibt voll viele Leute, die finden Russen im Urlaub zu, so, dass sie mit deren Gott mit Ketten und so. Und ich finde das irgendwie cool, weil die sind sehr, sehr, ganz ehrlich, ich fand die immer sehr bodenständig und sehr direkt. Und ich fand immer so, ey, cool, ich kann mit denen reden und ich habe echt einen guten Vibe mit denen. So, ne? Ich mag so direkte und straighte Leute. Ich möchte nicht so 10 Jahre graben müssen, um zu gucken, wie ist die Persönlichkeit. Ich finde das besser, wenn ich das irgendwie direkt so mitkriege. Von dem Sinne her ist es auch okay, wenn, weißt du, wenn Nas keinen Bock hat, dann hat er ja keinen Bock und dann ist mir am Ende auch Latte. Aber Nas war für mich der Schlüsselpunkt, weil ich da lernen musste, Musik vom Künstler und Verhalten und so zu trennen. Ja, das habe ich nie geschafft, richtig. Weil, also danach hatte ich echt ein, zwei Jahre, wo ich keinen Bock hatte, seine Mucke zu hören, weil ich jedes Mal gedacht habe, oh Mann, Alter. Aber irgendwann habe ich mir gedacht, was ist jetzt das scheiß Problem? Die Beats, es ist alles dope. Ich kann das doch jetzt nicht nur, weil dem Furz quer gesessen hat, kann ich doch jetzt nicht sagen, weil das ist doch, wer bin ich denn, dass ich ihm das jetzt, die Musik wird ja eben genau nicht dadurch schlechter. Aber eigentlich. Ich habe oft bei amerikanischen Rappern und MCs gemerkt, dass du sie auch gut für dich gewinnen kannst. Aber null über Geschleime, also was die Amis zum Beispiel gar nicht haben, ist, dass du, wenn du die angrinst oder nett bist, das, was wir in Deutschland haben, dieses Anlächeln und dann ist cool. Also zum Beispiel Mobb Deep, die gucken dich so ultra ernst an, die gucken dich einfach an, so in die Augen, als ob du eine Meise hast, weißt du? Rest in Peace Prodigy. Ist schon Test. Das ist für die deren New Yorker Mentalität so, ne? Die wollen gar nicht so angelächelt werden. Nein. Aber ich hatte ein Videodreh mit denen, Rappelt im Karton. Und die standen mit mir im Video und Havoc kannte ich schon, mit dem war ich entspannt. Und Prodigy war halt so relativ ernst, so, ne, die ganze Zeit. Der hat ja eh so immer so einen abgefuckten Gesichtsausdruck gehabt, war immer sehr ernst und sehr gadda. Und die haben den Song durchgehört und dann haben die mir direkt Props gegeben. Und dann hast du auch gemerkt, dann war cool. Die haben gesagt, ey, der ist einer von uns, so, ne? Ja. Dicker, das ist ein echter MC, das ist ein Spitter. Respekt, so, ne? Aber das. Und dann ist, war das Eis gebrochen. Ey, Dicker, und das ist genau das, was ich immer so schön finde an Hip-Hop. Also ich kann dir nicht sagen, ob das, und jetzt, wir klingen jetzt wie alte Männer, aber wir sind alte Männer. Ich weiß nicht, ob das bei den, ja, ist ja so. Ich weiß nicht, ob das bei den Kids so ist, aber in unserer Generation ist es so, wenn man ins Ausland gefahren ist und man hat da jemanden getroffen, der auch Hip-Hop-Fan war, es war sofort Familie. Man hat sofort ein Gefühl gehabt, das war sofort verbindend. Mhm. Und das stimmt. Das ist das, was ich immer so an Hip-Hop geliebt habe, das war diese verbindende Gemeinschaft, Kultur und auch ein bisschen natürlich Mindstate im Sinne von, wie soll ich sagen, die Assis halt, die Freaks, die Nerds. Aber nicht nur Verbindung aufgrund von Hip-Hop, sondern auch, was ich mochte, dieses, wenn du Skills hast, bist du cool. So, ne? Also das hatte ich das Gefühl, das war den Leuten immer wichtig. Das habe ich bei High and Mighty so mitbekommen. Ne? Oder ich habe mit dem Sohn von KRS-One habe ich gebattelt, er auf Englisch, ich auf Deutsch. So, ne? Ich habe mit Merce gebattelt so von Living Legends. Ich habe in Brooklyn abends irgendwo gestanden mit Leuten, die ich noch nie gesehen habe und habe halt mit denen gerappt. So, ne? Und in dem Moment, wo die gemerkt haben, Dicker, der kann rappen so. Und das gibt es halt, glaube ich, jetzt überhaupt nicht mehr. Es interessiert die Leute überhaupt nicht, sondern die sagen, was bist du für ein Opfer, so, weißt du? Denkst du, du bist jetzt cool, weil du schnell rappen kannst, oder was? Wie viele Likes hast du, genau. Ja, genau. Das ist, also wobei, das interessiert dich nicht. Wie du rappst, ist jetzt eigentlich relativ wurscht geworden, Alter. Das ist tatsächlich nicht mehr so wichtig. Darum meinte ich vorhin, Hip-Hop ist tot, Alter. Ja, du hast vorhin gesagt, Hip-Hop ist tot. Das ist ja eine ganz alte Diskussion auch, aber was ist die neueste These für dich dafür? Ich sage so vorsichtig aus, meine Definition und das, was ich gelernt habe, was Hip-Hop ist, weiß ich nicht, ob das in dieser Form wirklich noch existiert. Zumindest auf dem Big Screen nicht mehr. Also bestimmt auf bestimmten Ebenen, aber. Wie gehst du denn damit um mit dem Wandel? Also du das muss dich ja auch beschäftigen, wie ein Kool Savasch als Künstler darauf reagiert. Also wenn ich jetzt wirklich von heute auf morgen nichts mehr verdienen würde und die Dinge, die ich mir in meinem Leben so zurechtgelegt habe, wenn das alles nicht mehr gehen würde, könnte es sein, dass ich verbittern würde. Ich habe Gott sei Dank eine Fanbase, die tatsächlich Savasch auch noch hören will
Und dazu muss ich aber auch sagen, ich bin jetzt nicht der ignoranteste Motherfucker, den es gibt. Ich bin absolut bereit, mir auch alles Mögliche Neue anzuhören und daran auch das zu feiern, was ich feiern möchte. So, ne? Und Gott sei Dank bin ich auch nicht komplett gegen Gesang. So, weißt du? Also wie gesagt, ich habe R&B-Hooks auch und ich habe Soul-Hooks und gesungene Hooks. Und ich habe 80s-Mucke gehört und es gibt Sachen, die finde ich einfach für mich persönlich nicht so geil. Ich rap jetzt nicht auf dem Techno-Beat. Ich finde es einfach nicht geil, so, weißt du? Es widerstrebt dem, was ich gelernt habe, was Hip-Hop ist, aber ey, jeder hat seine eigene Entwicklung, jeder hat seinen eigenen Weg. Ich fände es schön, wenn man sehen würde, dass das Hip-Hop noch da ist und dass man damit auch was machen kann, dass es auch eine Message haben sollte, vielleicht auch hier und da, dass es auch ein politisches Movement ist. Hip-Hop war ein politisches Statement, ein ganz klares Statement, so, ne? Zu sagen, schwarze und lateinamerikanische Jugendliche, dass sie gesagt haben, ey, ihr habt uns unseren, wir sind ja angeblich nichts wert, so, weißt du, wir sind für euch Dreck, das akzeptieren wir für uns nicht mehr so. Ihr könnt uns gerne Dreck nennen, wir sind das nicht so, ne? Wir haben unsere eigenen Werte, wir haben unsere eigenen Codes, wir haben unsere eigenen Farben, wir haben unsere eigene Kunst, wir haben unsere eigenen Bewegungen, unseren Tanz und so weiter und so fort. Und für mich ist das, dieser Move, diese Revolution, für mich ist Hip-Hop eine große Revolution gewesen. Und das ist jetzt, und jede Revolution hat auch mal ein Ende und die kann auch was bewirken oder nicht. Und dann aus dem, was da ist, verändert sich das dann wiederum so. Ne? Und das finde ich hochspannend, weil für mich wir gefühlt mit einigen, also erstmal ist es für mich so, dass ich den Eindruck habe, dass Hip-Hop sich in diverse Blasen aufgespalten hat. Ja? Das gibt unterschiedliche Szenen. Und einige dieser Blasen bei Leuten, von denen sie eigentlich verachtet werden. Also, weil du hast gerade gesagt, die Gesellschaft sagt, ihr seid Dreck. Ja? Und dann kommen die und sagen, das könnt ihr gerne sagen, aber wir sind geiler Dreck. Ja? Und wir machen das jetzt hier, wir machen jetzt unsere eigene Musik. Und dann kommen die irgendwann zum Erfolg und verdienen Geld und kaufen sich teure Uhren. Vorher hatten sie Fake-Uhren, aber sie kaufen sich teure Uhren und dann kommen die Munich Wristbusters und sagen, die Uhr ist fake. Und dann, die Dynamik finde ich crazy, weil sich sozusagen dieser Bewertung zu unterwerfen, weil Hip-Hop für mich immer genau das war, dass man entweder, also sowas wie fake it till you make it, aber wenn du es gemaked hast, bist du ja nicht theoretisch mehr wert, du warst ja nicht vorher unwert, so diese Ebenen. Und du hast dich aber auch dazu geäußert, wie siehst du das? Ist das heute im Grunde ein Problem, dass man nur mit dem echten Scheiß was gilt? Das Problem ist wahrscheinlich, dass überhaupt dieses Zeug für uns was wert ist. Ich nehme mich da nicht raus. Ich fahre bestimmte Autos, ich trage eine bestimmte Uhr. Ey, das ist das, was ich vorhin meinte, mit dem ein bisschen zurückkehren, weil du hast mit deinem Vater darüber geredet und er hat dir gesagt, obwohl das war, glaube ich, nochmal auf Xavier Naidoo, ja, auch im Speziellen bezogen, aber du bist ja mit einem Vater groß geworden, es gibt diese Geschichte, dass du ihm eine Uhr geschenkt hast und er wollte die eigentlich nicht und so weiter. Mhm. Aber wie arbeitet das in dir und wie siehst du das? Wie gesagt, ich bin da nicht raus aus der ganzen Nummer so, ne? Ich bin in diesen Blasen auch drin so, ne? Und gehöre hier und da auch dazu und ich bin auch ein Konsumkind irgendwie. Das ist für mich immer wieder ein Widerspruch. So, ey, wir, ne, sind ja hier groß geworden. Allerdings, ich finde, alles, was man dich selber und deinen Wert, ne, wir haben ja über Wert gesprochen, dich komplett unter dieses Konsumding, also wenn du für dich selber schon so weit bist, dass du sagst, ich bin nur so viel wert wie das Logo, was hier steht, ne? Und es ist ein Unterschied, ob hier Supreme steht oder Champion oder Kleptomanix. Und wenn du selber schon so weit bist, dann hast du ein Riesenproblem. So, ne? Wenn du damit spielen kannst, wenn du sagen kannst, ey, Dicker, ich bin fucking reich, ich kann mir einen scheiß Gucci-Pullover für 1.500 € kaufen, ohne dass mir das wehtut, aber ich mache das, weil ich gerade auf diesen Pulli Bock habe, dann ist es deine Entscheidung, dann ist es auch okay, so, weißt du? Ob das dann politisch korrekt ist oder nicht, so, das sind nochmal andere Themen. So. Aber einfach für dich selber und für dein Selbstwertgefühl, wenn du das von Likes, von dem, was du dir kaufen kannst, von deiner Kohle und so weiter, wenn du das davon abhängig machst, so, ich glaube, du hast dann selber verloren. So, ne? Und du, ich persönlich möchte nicht nochmal Passat fahren, weil ich keinen Bock habe, einen Passat zu fahren, weil ich ein fucking Autofan bin. So, ne? Aber ich bin, glaube ich, an dem Punkt, wo ich mich auf einem Tretroller oder auf dem Fahrrad nicht weniger wert fühle als der Typ im Ferrari neben mir, so, weißt du?
Aber du bist zum Beispiel für mich auch eines der Schlüsselbeispiele neben Samy Deluxe in dem Sinne, dass als ihr das erste Mal richtig zu Geld gekommen seid, habt ihr euch natürlich ein bisschen eingedeckt bei Jacob de Julua oder ne, bei irgendwem. Wir haben Icy Ice und den ganzen Spaß mit. Ey, ich kann nicht mit dir reden, wenn du kein Stück Eis hast. Ja. So. Und ist eine Zeile von dir. Und dann hast du die ganze Scheiße abgelegt und bist plötzlich mit Holzketten aufgetaucht. Das fand ich einen beeindruckenden Move damals, weil es halt wirklich sich aktiv dagegen gestellt hat. War das damals im Grunde schon genau diese Erkenntnis? So, du hast deine Schwachstelle mit den Autos. Ich weiß, du bist krasser Autoliebhaber, aber darüber hinaus habe ich ein bisschen den Eindruck, bist du zum Beispiel eine Person, der alles eigentlich scheißegal ist. So, du läufst nicht rum in Pelzmänteln, Also du gibst Geld im Grunde nur für ein Auto aus und vielleicht noch für eine Reise, aber darüber hinaus habe ich nicht den Eindruck, dass du, okay, was, wo scheißt du deine Kohle raus? Nein, ich habe meine Momente und Schwachpunkte und so weiter. Ja. Es gibt Sachen, die sind unnötig, aber ich bin in der Lage, das zu machen, ohne dass es wehtut. Und es ist dann, Mann, ich rechtfertige das für mich selber auch. Aber du ziehst nicht deinen persönlichen Wert daraus, habe ich den Eindruck. Nee, ich habe zum Beispiel, ich habe eine Uhr an, so, ne? Die hat einen bestimmten Wert, die habe ich zu einem guten Preis. Ist die denn echt? Ja, die ist echt. Die habe ich zu einem guten Preis bekommen, aber ich kann die morgen für fast das Doppelte verkaufen. So, ne? Und das ist dann okay für mich, aber das macht keinen Unterschied. Ob ich die jetzt bei diesem Interview anhätte oder nicht, es würde nichts an meiner Meinung, an meinem Selbstwertgefühl und an meinem Feeling dir gegenüber verändern. Aber es gibt auch Situationen, wo ich auch schon eine Uhr getragen habe und die auch was ausgelöst hat und das war cool dann so, ne? Bei, okay, pass auf, bei das reichen Wichsern zum Beispiel ist das wichtig gewesen schon auch. Ich kenne eine Person, die du auch kennst. Ich möchte den Namen nicht droppen, weil ich nicht weiß, ob ich die Geschichte mit dem Namen in der Öffentlichkeit erzählen darf. Aber sie ist so passiert. Und zwar hat der erzählt, dass er in einem Laden war, in so einem High-Class-Motherfucker-Laden mäßig, und er wurde schlecht behandelt vom Kellner. Und dann hat er halt so den Arm mal ein bisschen gehoben und gezeigt, okay, ich habe hier eine fette Uhr so. Und plötzlich war alles, und das hattest du ja im Grunde, habe ich den Eindruck, gerade eben auch ein bisschen beschrieben. Und das würde ich gerne wissen. Ich verstehe schon, dass man das innere Bedürfnis hat, diese Tür einzutreten. Das ist für mich Hip-Hop. Ihr macht eine Party und wollt uns nicht dabei haben. Jetzt treten wir eure Tür ein. Wir sind jetzt bei euch auf der Party. Aber ganz ehrlich, wenn du auf der Party bist mit nur Arschlöchern, die dich eben genau nur danach bewerten und nur, wenn sie die Uhr sehen, in der Sekunde anfangen, nett zu sein. Also, ich verstehe den Moment des Triumphes, aber will man dann länger auf der Party bleiben bei Arschlöchern? Das ist die Frage, die mich... Gute Frage, weil ich frage mich, ob ich... Ich glaube, ich probiere Sachen aus. Manchmal wende ich das dann auch an, wenn ich das brauche, so, ne, mit dem richtigen Auto, mit der richtigen Uhr, so, weißt du, wenn ich dann sage, Dicker, ich scheiße auf dich, so, weißt du. Wird doch jeder machen. So, weißt du, dann innerlich mit diesem Spruch, ich könnte dein Leben kaufen, diese Dumme, so, weißt du, wo du dann sagst, Dicker, mach keine Welle vor mir mit hier, keine Ahnung, so, ne. Aber ich suche mir dann die Partys schon aus. Also es gibt Partys, die sind exklusiv, auf denen möchte ich sein. Das sind dann bestimmte Reiseziele oder so, wo ich dann aber auch merke, das spielt dann keine große Rolle, so, ne? Wo dann vielleicht alle schon so da durch sind, so, und die Nummer schon durch haben und sagen, ey, mir ist es schon klar, wenn du hier bist, so, wie viel du fürs Zimmer bezahlst, ist alles okay, so, ne? Musst du mir nicht beweisen, ob Uhr oder Gummiband hier ums Handgelenk, spielt jetzt auch keine Rolle mehr, so, ne? Oder da gibt es bestimmte Restaurants, und die besten Spots sind ja die sich genau eben das nicht fühlen lassen, so, ne? Also ein Porsche-Verkäufer hat mal zu mir gesagt, der beste Weg, wie man ein Auto verkauft, ein Porsche verkauft, ist, dass du jedem eine Probefahrt ermöglichst, so, ne? Und Dicker, bei mir wäre das auch so, wenn mich einer komisch ankommt, weil ich mit der Jogginghose komme, entweder mache ich dann, kann ich von meinem Kollegen eine Story erzählen, das war in Prag, der ist zu Bentley rein und hatte eine Jogginghose und ausgelatschte Puma-Schuhe, und ich sag dir auch gleich, wer es ist, danach, später, und hat dann gesagt, ja, darf ich mich reinsetzen, ich will mal Probe sitzen, und die haben wirklich gesagt, nee, das geht nicht und so, und waren wohl echt auch ziemlich Dings, ne, und der ist auch jetzt nicht ganz weiß, und der hat dann gesagt, ja, okay, dann kaufe ich den.
Und ich hab's geliebt, ne? Und das ist halt genau das Ding. Und okay, aber er geht, weißt du, er hängt dann das aber sind nicht. Hip-Hop-Momente so. Genau, aber er hängt, und das ist so mein Ding mit ein bisschen mit diesen Bewertungen, ob das jetzt echt ist, was du da als Uhr hast, oder das gibt's ja jetzt dann auch für Klamotten, und wie viel ist dein Outfit wert? Und diese, mein Problem ist so ein bisschen damit, dass ich den Eindruck habe, dass man auf der Party bleiben will. Also die Tür einzutreten und auf der Party zu sein und sich das leisten zu können und auch den Ficker zu zeigen, bis dahin alles verständlich, aber dann würde ich gehen. Und weil ich mit diesen Leuten gar keinen Bock habe, mehr rumzuhängen, weil deren Werte komplett krank sind. Und ich habe sie ja schon, ich habe sie schon besiegt. Ja. Aber ich habe den Eindruck, dass Deutschrap jetzt anfängt, auf der Party zu bleiben und nach den Regeln auf dieser Party zu spielen. Und das finde ich schwierig. Das kann sein. Aber ist ja auch viel größer geworden. Und du hast ja diese ganzen, die Bystanders, ne? Die Unbeteiligten, die Penner, die eigentlich nichts dazu beigetragen haben, keine Skills haben, nichts können, die einfach nur nebenan stehen und die kommentieren im richtigen Moment. So, ne? Oder die einfach, also weißt du, so jetzt stehen ja vor der Bühne, stehen ja jetzt genauso stylische Typen wie auf der Bühne. So, ne? Und die sagen, ey, was bist du, also so, Es gibt halt wirklich zum Beispiel, es gibt Leute, das habe ich ab und zu gelesen, die wenn, nach einem Interview, die sagen, was hat er da an? So, ne? Die bewerten mich nach dem, was ich da anhabe. Die sind halt psychisch krank für mich. So, ne? Okay, gut, Brother, wenn das wirklich für dich das Ding ist, ob ich ein cooler Rapper bin oder nicht, was ich anhabe, gut, bitteschön. Aber dann, wir können dann auch keine Bros sein, niemals, so, weißt du? Aber okay, dann verstehe ich das, weil dann geht dir das genauso. Du würdest nach dem Ficker, und deine Holzkette ist das ja schon im Grunde die Antwort gewesen. Du gehst dann auch. Ich habe nicht den Eindruck, dass du Menschen danach bewertest, was sie haben, sondern... Niemals. So, und das ist halt... Es geht nur um, was ich schaffe, nicht um, was ich habe. Nur für mich selber ist das Spiegelbild im Lack vom AMG. Das ist ja der letzte Satz vom ersten Part von AMG. Genau darum ging es. Und die Thematik war auch das. Dieses so, ja, es ist super leicht zu sagen, ihr Rapper, ihr seid scheiß primitive Wichser, so. Aber ihr versteht gar nicht, dass wir das für uns selber machen, dicker Alter. Es geht für, bei deiner Mutter habe ich auch gesagt, so, weißt du, was für Mitte der Gesellschaft, ich gebe nichts auf ihre Gunst. Für mich ist es nicht wichtig, von denen anerkannt zu werden oder irgendetwas. Aber für mich ist das wichtig, für meine Familie einen gesellschaftlichen Aufstieg hinzulegen und dort auch zu bleiben, weil ich habe keinen Bock mehr, dass man mir sagt, was oder dass man meinem Sohn dann erzählt, was er für eine Ausbildung machen muss oder irgendetwas. So, weißt du, der soll mit den Wichsern mindestens auf Augenhöhe, wenn nicht über denen so, und der soll denen sagen, verpiss dich, so, weißt du? Aber der soll kein Wichser sein. Nein, absolut nicht. Und daran arbeiten meine Frau und ich und darüber reden wir auch viel so, ne? Er ist auf einer Schule, wo er das werden könnte, so, ne? Aber wir arbeiten daran, dass er nicht so wird. Und ich führe jetzt, er ist ein Sechsjähriger, ich führe mit ihm wirklich Gespräche wie mit einem erwachsenen Mann, so, ne? Absoluter Trugschluss, dass er das versteht, aber ich sag ihm bestimmte Sachen. Ich habe ihm wirklich, er hat das erste Mal den Song John Bello Story 3 gehört, so, ne? Also die John Bello Story, was Frankie Kubrick über mein Leben. Er hat das erste Mal gehört, dass sein Opa im Gefängnis war. Alles in diesem Song. Er hört sehr krass meine Musik und er beschäftigt sich extrem damit. Und er hat mich dann auch gefragt, so, ne, auch bezüglich Geld und Sachen und so, ne, und warum ich Sachen geklaut habe und so, ne, weil ich Sprühdosen geklaut habe. Und ich habe ihm das wirklich, ich sag ihm das, ey, wir haben einen langen Weg hinter uns und ich will, dass du verstehst, dass das Arbeit war, wo wir jetzt sind, dass wir dir Sachen schenken können und ermöglichen können. Das war alles Arbeit, dass wir in diesem Auto hier gerade sitzen können, dass ich jetzt Gas gebe und wir fliegen, das war Arbeit, so, ne, und ich sage ihm das dann also auf jede mögliche Art und Weise und habe ihm auch gesagt, deswegen musst du auch arbeiten. So, ne? Und das ist wichtig, dass wir das behalten können. Aber das ist unsere Geschichte, die vergessen wir nicht. Wir sind jetzt auch nicht anders, wir sind die gleichen Menschen, aber wir haben das dahin geschafft. Und das ist wichtig, dass du es verstehst. Ich finde das einen perfekten Abschluss, eine perfekte Runde gedreht. Angefangen mit deinem aktuellen Single-Release AMG und jetzt sind wir inhaltlich genau am Ende gelandet. Es ist perfekt. Ich danke dir, dass du hier in meinem Format bei der Backspin zu Gast warst. I thank you, brother. Und ja, wir sehen uns bald wieder und natürlich sehen wir uns auch bald wieder. Abonniert hier, drückt die Glocke und ansonsten könnt ihr natürlich gerne noch meine anderen Formate, Frag Falk mache ich ja auch auf dem Backspin-Kanal. Der Martin, mein Freund, wird hier oben einblenden. Da könnt ihr im Community-Tab Fragen stellen. Die beantworte ich dann da. Ich versuche das zumindest zu beantworten. Ansonsten, ich mache Podcast, Instagram, Twitter. Alles. Ich bin bei Snapchat. Wow. Und du natürlich. Bist du noch bei Snapchat? Nee, also da gibt es ja nicht viel zu tun.
Aber jetzt, wo ich gehört habe, dass du da auch bist, schicke ich dir mal Nudes ab. Ja, ich habe die von alles dir. Alles gut, erzähl weiter. Ja, ich dachte von mir, vielleicht interessiert dich das. Weißt du, was übrigens der Trick ist, dass Scheiße nicht geleakt wird? Was denn? Dass man sie nicht dreht. Ja. Also. Ja, in der Tat. Ohne es Misstrauen. Einfach extrem misstrauisch sein, allem und jedem gegenüber. Aber bist du immer schon gewesen, oder? Also, es geht. Du warst früher auch schon ein bisschen, nicht. Nee? Geht, nee. Aber was so diese Internet-Scheiße betrifft schon, also du... Ja, aber so, wenn man nicht vollkommen durchdreht, Alter, das ist so bestimmte Sachen. Hey, also ich finde es zum Beispiel total crazy, dass Leute glauben, dass man in privaten Chats mit Kumpels nicht irgendwas sagt, was wenn man das veröffentlichen würde, da wo sich jemand drüber abfacken würde. Also wer kann denn wirklich von sich behaupten, dass er noch nie gesagt hat über jemand anderen, der Wichser oder der Pisser oder was auch immer. Also sorry, Alter. Ich sag mal so, im kleinen Kreise sage ich natürlich auch Dinge, die nicht okay sind. Aber ich meine ja mit deinen Leuten, aber das dann aber zu veröffentlichen und dass sich dann jemand cool darüber aufregt, so mir ist das klar, dass bestimmt einige Rapper da draußen, mit denen ich auch schon mal was gemacht habe, Mucke gemacht habe oder eine Shisha vor ein paar Jahren geraucht habe, dass die auch gesagt haben, guckst du was, der Opa oder der Pisser oder der keine Ahnung, was auch immer die sagen wollen. Ja, ich meine, ja, ich glaube, dass das normal, das ist ja auch die Nummer mit Sinan, ganz ehrlich. Wer hat denn noch nicht irgendwelche Pornoseiten aufgerufen und so? Das ist doch, weil ich auch so einen Müll darüber gelesen habe, habe ich auch so gedacht, Digga, das ist doch zutiefst menschlich und der ist halt im wahrsten Sinne des Wortes gefickt worden. Das ist alles asozial. Was soll das denn, Alter? Alles asozial, wirklich. Ey, alright. Danke. Ich danke dir. Ich danke euch. Ah! So, jetzt ist der Ton fast runtergefallen. Album kommt im Oktober, nochmal zum Abschluss. Hoffen wir es, schauen wir mal. Du wirst wahrscheinlich unseren Kumpel Nico nochmal treffen zum Oktober, habe ich gehört. Das hoffe ich sehr, wir, dass da freue ich mich kommt. Ganz doll drauf. Und ja, ich wünsche dir viel Erfolg. Merci. Hoffen Danke. Wir, dass die Live-Geschichten bald auch wieder mal funktionieren können. Next year. Die ersten Antikörper, was, wie hieß es denn nochmal hier? Impfung. Wurden ja auch schon... sind ja im Test und hoffen wir, dass nächstes da was Jahr, bei rauskommt. Nächstes ja. Jahr ist das alles entspannt. Jetzt nochmal schön ein paar Aktien kaufen von Biopharma-Geschichten und dann, ich weiß nicht, ich habe Aktien, ich habe keinen Draht dazu, Alter. Das ist, nee, bis jetzt war das immer nur Müll. Okay, ja, vielleicht, wenn da ein Finanzberater draußen ist, der irgendein Prinz, der dir ja. der Geld braucht. Hier, Anlaufstelle. Macht's gut, bis nächstes Mal, wenn es heißt, Falk fragt bei der Backspin. Ciao. Falk Meets. Das ist Falk Meets. Ja, oder Falk Meets, sagt mir hier gerade jemand von der Seite. Ich habe so viele Formate, ich komme da durcheinander. Und dauernd mit meinem Namen. Könnt ihr euch was Besseres für mich überlegen? Das sind noch deine Ideen. Ich kann so nicht arbeiten. Ja. Das kannst du doch so nehmen, oder? Das ist unser Getränk, ja? Nett. Was? Falk, die Cola ist für dich, Bruder.